Aber das ist ja trotzdem nicht mein Haus. Wie soll das denn funktionieren? Hä? Was? Okay, Leute, er zeigt uns jetzt, wie wir Häuser in Brookhaven einfach löschen können, die nicht uns gehören. Und dafür müssen wir direkt erstmal ein Haus spawnen. Und zwar genau bei Haus 21. Okay, dann hoffe ich mal, dass Haus 21 gerade nicht belegt ist. Alles kein Thema, Leute. Natürlich bin ich jetzt gerade auf dem öffentlichen Server, damit wir das mal ausprobieren können. Und 21 ist natürlich nicht belegt. Okay, perfekt. Dann würde ich mir jetzt einfach mal irgendein Haus auf 21 setzen. Und zwar genau dieses hier. Ich weiß noch nicht, was genau passieren soll. Vielleicht kann es ja irgendwie sein, dass man das Spiel austricksen kann. So, dass es denkt, dass wenn man sein eigenes Haus löschen will, irgendein anderes Haus dabei löscht. Das wäre aber schon echt crazy, wenn das gehen würde. Aber egal, Leute. Wir machen weiter. So, wir haben bei 21 jetzt ein Haus gespawnt. Ich glaube, es ist nicht relevant, was für ein Haus man spawnen soll. Okay, das Haus. Verdammt. Gott sei Dank habe ich ja VIP und habe keine Wartezeit bei Häusern. Deswegen kann ich das jetzt ganz schnell wieder wechseln auf den Kindergarten, den wir eigentlich hätten nehmen müssen. Ich bin so verdammt gespannt, was funktionieren wird, Leute. Okay, ich werde dieses Haus löschen wollen. Okay, warte mal. Irgendeins, was gegenübersteht oder sowas. Okay, muss es in der Nähe stehen? Da muss ich vielleicht später irgendjemanden holen, der irgendwie auch ein Haus da hat oder so. Oder warten, ob da irgendjemand kommt. Gut, als nächstes müssen wir Doritos kaufen und Eis. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Vor allem, wir haben jetzt den neuen Grocery Shop. Ich weiß nicht, ob das genau so sein muss, Leute. Aber er macht es auf jeden Fall. Deswegen werde ich es jetzt einfach auch mal machen. So wie ich da jetzt davon ausgehe, heißt es wahrscheinlich, dass wir irgendwie jedes Item einmal kaufen sollen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie anders ist. Da jetzt irgendwie ein neuer Grocery Store jetzt hier am Start ist. Aber egal. Ich versuche es jetzt einfach mal ganz kurz. Ich hole mir kurz einen Wagen. Kaufe ein bisschen Brot sozusagen. Okay, Brot kann man scheinbar gar nicht mehr in den Wagen packen. Gut, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Nee, dich wollte ich nicht einkaufen. Lol. Ich nehme mal eine Banane, ich nehme mal Äpfel, ich nehme mal den anderen Apfel sozusagen. Doritos waren auf jeden Fall dabei. Wasserflasche, Traumschorle, Coca-Cola. Keine Ahnung, ich denke mal, irgendwas davon wird irgendwie seinen Sinn und Zweck haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob es überhaupt wichtig ist, was für Items ich hier verkaufe. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Okay, obviously hat der jetzt einfach eine Tüte genommen und ist damit jetzt einkaufen gegangen oder was? Warte mal. Okay, als nächstes haben wir das System zu glitchen, um die Möglichkeit zu haben, andere Häuser zu löschen. Okay, da bin ich jetzt mal richtig gespannt, wie das aussehen wird. Okay, ich muss 3 Shirts und 3 Pants tragen. Okay, hä? Wieder eine Sache, die geupdatet wurde. Okay, ich hoffe mal, dass das nicht irgendwie jetzt dazu führt, dass wir das nicht mehr machen können. Egal, Leute, ist alles kein Problem. Wir gehen mal ganz kurz rüber zum Rockstar. Ich bin wirklich gespannt, wohin uns dieses Video führen wird, ehrlich. Okay, 1, 2, 3 Pants. Okay, so, da haben wir eine komische Jeans und 1, 2, 3 Oberteile. Ja gut, ich sehe jetzt sehr blau aus auf jeden Fall. Aber egal, ist auf jeden Fall jetzt genau das, was er gesagt hat. So, er macht die Schritte jetzt auch nochmal durch, aber ich glaube, da kommt wahrscheinlich irgendwas anderes raus. Hey, der sieht wenigstens cool aus. No, oh mein Gott, delete players houses, this will actually work. Okay. Oh Mann, ich hoffe, bitte, bitte, das wäre so ein lustiger Glitch. Obwohl ich ganz ehrlich bin, ich wüsste nicht mal, ob ich den euch zeigen darf, weil ehrlich gesagt ist das, okay, let's delete this flex. Oh mein Gott, jetzt, echt, jetzt geht jetzt schon? Warte, was muss man jetzt machen? House timer, delete house. Hä? Warte mal, you will have no house until the timer ends, aber ich habe VIP. Okay, hat nicht funktioniert. Er hat es gerade versucht. Geht's jetzt? Oh, more steps. Hä? Du hast doch gerade dein eigenes Haus gelöscht, oder was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, egal. We have to do more steps. Okay, wir müssen mehr Steps machen. Egal, ich werde es jetzt gar nicht erst ausprobieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ausreicht. Rob the bank using this method. Hä? Was hat denn das damit? Okay, egal. Man kann auf jeden Fall durch diesen Tunnel da reingehen. Sonst... Wow, Alter, ist alles gerade creepy aus. Leute, wenn ihr euch dieses Gesicht anguckt, während ihr da durchlauft, hättet ihr da auch irgendwie ein bisschen Angst. Also ich glaube, ich schon. Schreibt es mir in die Kommentare. So, wir müssen zur Kriminalbasis. Okay. Es ist also doch nicht einfach nur ausrauben. Umso besser. Kein Problem. So, Leute, wir holen mal ganz kurz eine Taschenlampe, damit ich hier gucken kann, wo ich hier langlaufe. So, wir belegen die Taschenlampe auf 2 und gehen jetzt hier einmal ganz entspannt runter. Gott sei Dank ist bei mir dieser weirde Typ nicht da. Und gehen zur kriminellen Basis, Leute. Let's go! Das sollte ja wohl kein Problem sein. Die kriminelle Basis ist nämlich ganz einfach hier. So, was, mein Freund, sagst du? Was muss ich tun? Muss ich... Hätte ich den Berg auch mitnehmen müssen? Oh Gott. Oh Mann, ich mache so viel falsch, wirklich. Jetzt... Okay, ich get irgendwas, die Bombe, alles klar. Und die Waffe. Okay, die Waffe, die da liegt und die Bombe, die da liegt. Ey, kann er mal weggehen? Mann, der Typ macht mir echt Angst. Okay, egal. Ich nehme auf jeden Fall ganz kurz die Bombe und ich nehme ganz kurz das her. So, und damit soll ich jetzt die Bank ausrauben, oder was? Alter, ich weiß wirklich nicht, was davon dazu führen wird, dass wir jetzt irgendwie die Häuser löschen können. Aber egal, ich versuch's einfach. Jeder weiß, probieren geht über studieren, Leute. Es ist ein Versuch wert, man kann ja mal gucken. So, er rennt jetzt auf jeden Fall rein und geht wahrscheinlich über den Vault hoch rein zum Banktresor. Der ja mittlerweile auch ein bisschen anders aussieht, ehrlich gesagt. Und er holt sich jetzt einfach Kohle, oder was? Ja, okay, er holt sich nicht mal die Kohle, weil irgendjemand anders hat sich die Kohle geholt. Okay, hä? Man muss das Ding nur aufsprengen? Okay. Ich meine, in dem Clip hat er sich ja nicht mal das Geld geholt, sondern es ist einfach so passiert, dass der andere sich dann das Geld geholt hat. Egal, vielleicht passiert das ja auch bei uns, wer weiß. Okay, man sieht tatsächlich, dass sich ein bisschen was verändert hat. Ich glaube, die ganze Wandtextur ist anders. So, ich habe mal aufgesprengt. Ich nehme das Geld trotzdem mal, aber mit Leute, kann ja nicht schaden. Mehr Geld hat auf dieser Welt noch nie geschadet. Okay, das ist ein gefährliches Statement, ich weiß, aber egal. So, als nächstes müssen wir zum Hospital gehen und exakt das tun, was er sagt.
Okay, wir tun jetzt exakt das, was er sagt. Was sagst du? Wir klicken auf das Ding. Oh, warte mal. Das sind Sachen, die mit dem Portal zu tun haben. Wait, oder ist das doch im Game irgendwie mit eingeplant, dass man das machen kann? Okay, ich finde das gerade voll weird. Egal. Wer weiß, vielleicht ergibt das alles doch mehr Sinn, als ich denke. Okay, egal. Ich werde jetzt aber mal versuchen, das zu machen. Ich gehe jetzt mal hier rein, weil ihr wisst ja, manche Secrets in dem Spiel sind wirklich unfassbar kompliziert. Also keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. So, hier, wann man da und sich einmal drauf setzen hier. So, genau, da kommen nämlich diese Codes. Das alles hat irgendwas damit zu tun, dass man das Portal spawnen kann, soweit ich weiß. So, und als nächstes, wir müssen gebannt werden von 7 Häusern? Was? Was? In aller Welt? Okay, and you can delete any player's house. Okay, wenn wir danach wirklich jedes Haus löschen können, was wir wollen, dann werden wir das durchziehen, Leute. Ich kriege das hin, von 7 Häusern gebannt zu werden. Während mein Safe ausgeraubt wurde, ich weiß auch schon ganz genau, mit wem ich anfangen werde. Okay, Freunde, das sollte kein Problem sein. Wir gehen zurück in unser Haus und suchen mal nach anderen Häusern. Okay, wir sind hier, glaube ich, auf irgendeinem russischen Server oder so gelandet. Das ist ganz schön weird. Hier sind einige Leute, die irgendwie Russisch schreiben oder sowas in die Richtung. Aber ich gehe jetzt hier mal ganz kurz rein und guck mal, vielleicht werde ich jetzt ja schon direkt gebannt. Vielleicht kommt ja der Owner des Hauses gerade. Warte, ich gehe jetzt einfach mal hier rein und spreng jetzt einfach ganz entspannt in Safe. Dann haben wir zumindest schon mal eine vollbracht. Okay, so Leute. Ey, ja, gucken wir uns wieder die Play-Buttons an. Ey, warte mal, der Play-Button von Modo. Oh, nice. Ah, nee, das Haus wurde gelöscht. Oh, Mist. Okay, okay, okay. Das können wir jetzt nicht als gebannt zählen lassen. Wir müssen von irgendwo anders noch gebannt werden. Okay, ganz cheesy, Leute. Ganz easy cheesy. Liebe Grüße gehen raus. ich werde jetzt mal kurz in dieses Haus hier reingehen, was zu ist. Aber ich stelle mich jetzt mal in den... Einfach, bist du der Besitzer? Bist du der Besitzer? Jawohl. Yes. Easy, Leute. Easy. Okay, wir haben eins von 7 Häusern schon mal durch. So, jetzt fängt es natürlich gut an zu regnen, weil das ist halt so in Brookhaven. Oh mein Gott, ich vermisse meinen Privatserver jetzt schon. So, warte mal. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein gebanntes Haus und wir müssen noch 7. Warum 7? 7 sind so viele. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es hier überhaupt 7 Häuser gibt, abgesehen von meinem eigenen. Na egal. Hier ist auf jeden Fall auch noch was und das sieht irgendwie so aus, als ob da irgendwie. Warte mal. Bist du der Besitzer von dem Haus? Nee, oder? Vielleicht können wir ja hier mal ganz kurz reinlaufen und uns mal bannen lassen. Okay, ich muss mal kurz gucken, was man hier machen kann. Also, ich gehe mal kurz hoch. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne. Boah, was war das nochmal für ein Haus? Wo war hier nochmal der Safe versteckt? Warum kriege ich diese Tür nicht auf? Bin ich jetzt hier eingesperrt im Haus? Warte mal, was? Hey, Moment mal. Wait. Wurde die Tür. Ah, die Tür ist abgeschlossen. Ah, lol. Das heißt, ich muss den Besitzer irgendwo finden. Ich bin aber ganz ehrlich, Leute, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, wo hier der Safe nochmal war. War der irgendwo unten? Ich habe dieses Haus so selten gespielt. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, ehrlich. Ah ja, warte, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Wo ist er? Hier. Hey, bist du? Gehört euch das Haus? Ah, okay. Oh, Leute, die wollen sogar auch reinbrechen. Hier. Da, so geht das. Ich weiß, wie man das aufmachen kann. Hier, kommt, Jungs. Warte. Zack. Und Bombe. Und. Warte. Nee. Ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Ja, komm, mach du. Okay, sehr nice. Okay, hat die das Geld sich geholt. Verdammt. Die machen hier aber gerade auch ein bisschen Einbrecher-Roleplay. Ich glaube gerade, dass das andere Einbrecher sind. Ich glaube, ich werde hier nicht gebannt. Wobei das gut ist, jetzt könnte vielleicht der Besitzer aufmerksam geworden sein. Hier, bist du der Besitzer? Ban mich. Ban me. Please. Schmeiß mich raus. Los. Warum nicht? Hey, was heißt denn du davon? Okay, gut. Ich geb's auf, Leute. Irgendwie will mich hier keiner bannen. Ich versuch's mit dem anderen Haus. Alter, 7 Häuser sollen wir schaffen. Wie ist das denn möglich? Okay, warte. Ah ja, gut, der hat natürlich jetzt wieder sein Haus hier abgeschützt, aber das ist kein Problem. Abgeschützt vor allem, ich meine abgeschlossen, weil wir sind die Kings of Chinatown. So, hier einmal rein, zack, boom, bam, easy peasy. So, hier weiß ich auf jeden Fall, wo der Tresor ist. Der ist, glaube ich, hier oben direkt im ersten Geschoss, dann hier links. Ach, verdammt, der wurde schon ausgeraubt. Oh Mann, es ist alles so traurig, Leute. Will mich denn niemand bannen? Wirklich, manchmal ist das Gefühl so einfach und du wirst immer gebannt, wenn du gar nicht gebannt werden willst. Aber wenn du es mal gebannt werden willst, dann tut es einfach keiner. Komm, du bist meine beste Chance. Tu es endlich. Ich weiß gar nicht, ob du der Besitzer dieses Haus bist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Der Besitzer heißt Xapa Pagm. Ah, du bist Xapa. Du bist Xapa. I want to get banned. Please, I am a bad dude. Okay, keine Ahnung, ob das funktioniert. Komm, bitte tu es. Bitte fürs Video, bitte. Wieso reagieren die Leute so langsam? Guck mal, die ist einfach zu cool, um mit mir zu schreiben. Mädel, die sprechen alle Russisch, Alter. Ich spreche kein Russisch. Da. Okay, vielleicht kann es auch sein, dass die alle wirklich legit kein Englisch sprechen. Warte, ich suche jetzt bei Google Translate. No, K-N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 -
gemacht haben, sind wir auf jeden Fall bereit, um unsere Haarfarbe nochmal zu ändern. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Zum dritten Mal. Ich hab's schneller gemacht als er, weil ich ein Profi bin. So, jetzt muss ich exakt das tun, was er sagt, und du kannst Häuser löschen. Alles klar. Kein Problem. Jetzt gehen wir zur Bibliothek und holen uns das Buch der Freiheit. Okay, dass das das Buch der Freiheit ist, habe ich mir ausgedacht. Aber egal. Das ist auf jeden Fall einer der weiteren Schritte, die man macht, um das Portal freizuschalten. Ich frage mich, ob vielleicht irgendwas dazwischen so, ob das jetzt irgendwie mit dem Portal irgendwas wirklich damit zu tun hat. Und den Rest macht man irgendwie umsonst, weil ich habe keine Ahnung. So, hier oben müsste das drin sein. Badaboom, badabam. Haben wir auf jeden Fall. Ist am Start. Gut, ich frage mich wirklich, ob das irgendwas mit dem Portal zu tun hat und man da irgendwas rausfinden muss, was man normalerweise nicht rausfinden würde. Aber egal, ich versuche es mir jetzt einfach ganz kurz. Okay. Er spawnt sich jetzt auf jeden Fall erstmal ganz entspannt. Hä, warte mal ganz kurz. Ich kann mir doch gar kein Haus spawnen, während mein Spielzeughaus da noch steht. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Kann man jetzt anfangen, zwei Häuser zu... Warte mal, ist das der Trick? Wait. Warte mal. Ich habe doch gerade eigentlich schon ein Haus. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann... Genau, ich habe doch bereits ein eigenes Haus. Ich kann nicht... Hä? Warte mal, dieser Schubler, der hat gar kein Haus mehr. Also ist das Haus irrelevant? Kann man das jetzt löschen? Hä? Okay, warte mal ganz kurz. Okay, interessant. Ja gut, genau, dann kommt ja dieses kaputte Hotelzimmer. Das kenne ich auf jeden Fall auch schon. Aber weird, dass er sein Haus wieder gelöscht hat. Weil ich dachte, das wäre doch wichtig, das zu machen. Na gut, Leute, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Ich habe mittlerweile ein bisschen meine Zweifel, ob das halt so funktioniert. Aber wir versuchen es einfach mal. Gut, Dirty Motel. Ja, alles klar, sehr gut. Dirty Motel, next to this. Okay, next to... Achso, next do this. Okay, ah, okay, er macht wirklich einfach die Schritte vom Portal. Das ist alles, was man machen muss, um... Hey, lol, warte mal, das... Da steht eine Nachricht, die ist mir noch nie aufgefallen. Das Buch wird dir sagen, was du als nächstes zu tun hast. Folge seiner Führung und denke nicht für dich selbst. In der Zukunft, auch wie in jetzigen... Warte mal. In der Zukunft, wir rekrutieren auch von den normalen... Nee, von den normalen. Sei überlegt von... Oder sei gewarnt vor Doppelagenten oder irgendwie sowas. Sei aufmerksam auf Doppelagenten, so heißt das, glaube ich. Okay. Jetzt bin ich echt verwirrt, Leute. Was zur Hölle? Ich glaube sogar legit, dass mir dieser Schriftzug noch nie aufgefallen ist. Ich habe das sonst immer gemacht. Okay, ich habe es jetzt... Ja, im Read. Ja, ich habe es jetzt gelesen. Okay, interessant. Man lernt ja sogar neue Secrets, teilweise crazy. Clickbook. Achso, ja, genau das da. So, wir klicken das Buch einmal ganz kurz und nehmen das. Okay, wenn ich das jetzt richtig habe, dann müssen wir wahrscheinlich danach noch irgendwie den Knopf drücken am Bett oder sowas in die Richtung, weil das ist dann, was man machen muss. Okay, ah nee, genau, ja, den Bilderrahmen und danach noch das Bett irgendwo, das ist ein Knopf oder so. Okay, aber du musst stattdessen auf die Toilette gehen. Okay, dann ist es doch nicht das mit dem, hä? Ihr glaubt nicht, ich bin so verwirrt gerade. Okay, Knopf drücken hier, bam, 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 habe ich gemacht und auf die Toilette gehen. Warum? So, go to the toilet habe ich gerade gemacht, Leute. Es war auch sehr dringend notwendig. Ja, okay, ich glaube, das wollte gar keiner wissen. Sit on poop water for 5 seconds. Okay. Und danach poop shower taken. Hä? Und die Hände waschen nicht vergessen, natürlich. Also dann, einmal ganz kurz duschen gehen. Ganz, das sieht wirklich eklig aus. Eieiei, okay. Schon krass genug, dass hier überhaupt noch Wasser funktioniert. Okay, habe ich jetzt gemacht. Schlafen legen, okay. Und auf der Couch sitzen. Genau, dann den Knopf drücken, oder nicht? Click on white button. Ja, sage ich doch. Genau, da unten ist dann noch dieser Knopf, der irgendwas aktiviert vom Portal halt. Okay, schlafen legen, 1. Gut, dann hier kurz, okay, von mir aus hat er hier gesessen. Dann setzen wir uns kurz hier hin. Soll ja keiner sagen, dass ich die Schritte nicht genauso befolgt habe. So, und dann hier aber ganz kurz auf den Knopf drücken. Okay, haben wir gemacht. Easy peasy. Next, do it exactly or don't or it won't work. Okay, alles klar. And you can delete people's houses. Okay, er sagt das irgendwie sehr, sehr oft. So, ich muss jetzt mit dem Pferd... Ist das jetzt wichtig mit dem Pferd? War das jetzt schon wichtig? Ich weiß es nicht. Er geht jetzt mit dem Pferd zur Agency und... Ja, genau, warte. Das ist doch genau der Ort, wo man dann... Hä, warte mal. Okay. So, also er macht die alle aus. Alle einmal an und dann 1, 4 und 5 wieder ab. Okay, kein Problem. Ich denke mal nicht, dass das mit dem Pferd irgendwie relevant ist oder so. Ich werde jetzt einfach mal genauso dahin gehen, wie er es gerade eben gemacht hat. Stelle mich in die Agency rein. Bam, bam, bam. Sozusagen, mach das hier auf. Mach einmal alle an. So, dann mache ich wieder alle aus. Und dann aktiviere ich 1, 4 und 5. So, habe ich gemacht. The Book Power Unveiled. Warte mal, was? Hat das sogar wirklich irgendwas damit zu tun? Wait. Moment mal. Hat das irgendwas mit diesem Buch zu tun? Warte, hä? Okay, Leute, jetzt bin ich wieder dran. Ich muss ehrlich zugeben, einen kurzen Moment dachte ich, das wäre fake. Aber, hä? Wait, das könnte krass sein. Warte. Was hat es damit zu tun? Okay, also er macht dann noch das auf grün und... Warte. Was? Was steht da? So, beide auf grün. 1 und 2. Okay. PSU Infinite plus A25. Okay, keine Ahnung. So, jetzt wird er wahrscheinlich zu den Kisten gehen. Genau da, genau. Und dann die wahrscheinlich kaputt machen, so wie man das halt macht. Top Secret, okay. Ja, einfach mal ein bisschen mit dem Hammer draufhauen, dann wird schon was machen. So, let's go. So, da haben wir die Dinger auch schon stehen. Dann holen wir mal ganz kurz den Hammer oder sowas in die Richtung. Zack, boom, bam, F drücken und dann bauen wir die mal ganz entspannt ab. Und schon haben wir es. Da ist dieses kurze Ding einmal ganz kurz aufgeleuchtet. Es ist nicht mehr viel, was wir machen müssen. Wir müssen alle breaken. Ja, habe ich gerade gemacht. Kein Problem. Als nächstes müssen wir mit dem Pferd durch die Waschan... Warte, hä? Okay, Leute, wirklich, jetzt bin ich wieder raus. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, warte. Ich will mal jetzt ganz kurz mal den Beweis wissen. Irgendwann geht er zum Portal und macht irgendwas oder was? Warte, hä? Ja, okay, Moment. Delete House is time. Okay.
Jetzt will ich sehen, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt. Er geht jetzt mit dem Pferd und löscht sein Haus und... Hä, warte mal. Das gehört... Warte, hä? Was ist jetzt passiert? Er steht jetzt vor dem Haus? Und was jetzt? And ask people to delete their houses. Warte, was? Hey, can you delete your house? Nein. Nein. I get money. Hä? Was? Ey, was ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Ah, nein. Alter, es ist jetzt ernsthaft alles nur darauf hinausgelaufen, dass man irgendwas besorgt, was man der Person geben kann, dass sie ihr Haus löscht. Oh mein Gott. Okay, Leute, das war ja mal wieder total reinvoll. Gott sei Dank habe ich nicht alles gemacht, sondern einfach nur die Hälfte des Videos. Oh Mann, warum guckt... Okay, Leute, das Ding ist wirklich ernsthaft. Ich möchte mir nicht immer das Ende der Videos angucken, weil ich mir dann immer denke, dann lasse ich mich halt spoilern, weißt du? Sozusagen, ich will immer die Schritte mit euch zusammen durchgehen, so wie ich das halt auch machen würde, aber es ist... Ah, okay. Ist natürlich klar, dass da auch mal sowas dabei ist. Gut, ich würde trotzdem sagen, Leute, falls es euch wieder trotzdem gefallen hat, tut mir leid, lasst einen Daumen nach oben unten auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!